ich sag mal so, die Betonung liegt auf, da waren Bienen hinter. Ich glaube, jetzt sind sie terminiert. Let's start again. Moin ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir uns natürlich einem weiteren Schrein, vielleicht sogar zwei weiteren Schreinen widmen. Und um das zu ermöglichen, machen wir uns jetzt auch direkt einmal auf den Weg. Also auf geht's, meine lieben Freunde. Wir haben nämlich noch zwei Schreine, die wir erledigen müssen, hier vor uns. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut gerade. Oh, lauf, 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 lauf. Ich glaube, hier sollten wir ganz schnell raus. Das ist ein bisschen gefährlich mit diesen Viechern. So. Ich glaube, so haben wir hier auch nichts weiteres mehr. Es ist mittlerweile dunkel geworden im Spiel. Ist aber auch nicht allzu tragisch. Ah. Sollten mal gucken, da oben ist der Schrein. Oh, und da hinten haben wir irgendwelche Lager. Dann gehen wir da auch mal hin. Und gucken mal, was wir da so machen können noch. Oh, da hinten haben wir auch noch mal irgendwie so Ruinen oder so, ne? Oder das ist von der Mauer, glaube ich, noch. Aber hier haben wir auf jeden Fall ein Lager. Oh, ich glaube, da schläft sogar wer. Ist das ein Bockblind? Ja. Oh, sehr schön. Die haben wir aber richtig schön aus dem Hinterhalt jetzt hier. Zack. Sehr geil. Da haben wir nochmal ein paar schöne Sachen bekommen. Bockschild? Nee. Hier haben wir noch so einen Bogen von einem Bockblin. Ein Bockbogen. Primitiver Bogen eines Bockblins. Der einen alten Faden an den erstbesten krummen Ast geknotet hat. Wer da eine große Schusskraft erwartet, wird enttäuscht. Gut, dann sollte ich das Ding eigentlich gar nicht mitnehmen erst, ne? So, jetzt können wir mal hier unseren Bogen nehmen. Wir haben ja auch ordentlich Pfeile. Oh. Diese Bienen sind natürlich echt nervig, ne? Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Hinterhältigen Viecher. Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal direkt erledigt. Oh, dann nehmen wir das ganze Zeug hier mal schön mit, ne? Und dann wollen wir mal schauen, was wir hier hinten noch so finden. Also auf jeden Fall ist da oben der Schrein, zu dem wir müssen. Aber ich glaube, da kommen wir so gar nicht hin. Da müssen wir durch einen Berg oder so. Hier haben wir nochmal einen Hyrule-Pilz. Den können wir mitnehmen. Oh, was ist das? Ein grüner Pilz. Ausdauerling. Ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch als Kochzutat die Ausdauer auf. Ja, gut zu wissen, ne? Hier sind einige davon. Da würde ich auf jeden Fall sagen, nehmen wir mal die ganzen Pilze hier schön mit. Hier haben wir noch einen Fass. Ich glaube, das kann ich aber auch hochnehmen und schmeißen dann. Nee, leider geht das so nicht kaputt. Müssen wir das so machen. Da war aber jetzt auch nichts drinne. Hier sind aber sehr viele Pilze. Das ist gut, dass hier so viele Pilze sind. Pilze sind nämlich auch wichtig. Oh. Können wir hier noch so ein paar schöne, schicke Sachen. Ah, hier haben wir nochmal einen Pilz. Hier haben wir ein Schild. Topfdeckel. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf. Aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer solltest du dich nach robusteren Alternativen umsehen. Ah, okay. Schild ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Oh. Da schläft der alte Mann. Chili. Sehr schön. Oh, und nochmal eine Holzfäller-Axt. Ja, den will ich jetzt nicht wecken, ne, den alten Herrn. Wir wollen ihn mal seinen Schlaf lassen.
Bei den Waffen wollte ich jetzt was wegschmeißen. Ja, dann schmeißen wir hier so eine Keule weg. Dafür nehmen wir nämlich die Axt mit. Hier haben wir nochmal Chili. Und hier haben wir ein Tagebuch. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Sollen wir es lesen? Okay. Ich würde sagen, wir lesen es, um seine Gedanken mal zu sehen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne diesen ungemütlichen Winterwams in die verschneiten Berge. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Wenn denn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chance auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu der fehlenden Zutat sogar meinen Winterwams hergeben. Okay, ich würde sagen, wir lesen das nochmal eben ganz kurz, weil ich will nämlich jetzt herausfinden. Jetzt habe ich glaube ich schon vorbei geklickt. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Okay. Da hinten haben wir Tauben. Ganz Vorsicht an die ranpirschen. Dann kriegen wir die eigentlich abgeschossen, aber ich habe es nicht geschafft, mich da vorsichtig ranzupirschen. Hier hinten liegt der Pfeil. Den nehmen wir natürlich direkt mit. Ja, die Frage ist, was das für ein Gericht ist, ne? Sehr schön, den haben wir erwischt. Geflügel. Frisches Vogelfleisch. Enthält weniger Fett als Wildfleisch. Wenn man es vor dem Essen zubereitet, schmeckt es besser. So, und dann haben wir hier nochmal einen Baum. Ein Bäumchen. Oh. Oh, kann man mehrere Bomben hier schmeißen? Ach nee. Da unten gehen die weg. So. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg nach da unten. Oh ja, da gibt es auch eine Kiste und so. So, dann nehmen wir mal eins unserer Reiseschwerter. Oh, sehr schön. Er hat nochmal Pfeile gegeben. Sehr schön. Und da haben wir uns auch die Kiste zurückerobert hier. Kriegen wir wieder was. Nice, nice, nice. Erstmal holen wir jetzt da hinten noch den Pfeil. So, und dann werden wir natürlich diese ganzen Kisten hier auch mal zerstören. Oh, aber nicht hiermit. Ah. Das ist echt krass, was man da so alles rausbekommt. Wurfspeer. Eine besonders effiziente Wurfwaffe. Lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Dafür ist der Taschenplatz nicht ausreichend. Ja, müssen wir nochmal hier so einen Bockstock wegwerfen. Den braucht man nämlich nicht unbedingt. Dann nehmen wir lieber die Lanze mit. Sehr gut. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir hier auf jeden Fall noch diesen Holzpfeil mit. Und das Ding, genau.
So. Da waren Bienen hinter. Ich sag mal so, die Betonung liegt auf, da waren Bienen hinter. Ich glaube, jetzt sind sie terminiert. Bombenpfeil. 5-mal. 5 Pfeile mit Sprengstoffspitze, die für den Kampf gegen Monster erfunden wurden. Beim Aufprall verursachen sie weitflächigen Schaden. Sehr gut. Jetzt haben wir Bombenpfeile sogar. Dass man nicht alles so findet, wenn man hier fleißig sucht, Leute. Aber uns fehlt noch eins. Wir brauchen Wild. Aber hier oben haben wir auch noch mal so ein paar Pilze. Und zwar Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steinhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Okay, also wir können so eine Art Bufffood auch kochen im Spiel. In den ganzen verschiedenen Sachen, die wir hier haben. Das ist natürlich auch ziemlich nützlich für bestimmte Dinge, wenn man irgendwo hin muss oder so. Ja, deswegen sollte man immer gucken, dass man das alles möglichst schön sammelt. Da hinten läuft der Alte rum. Keine Ahnung wieso. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mir so ein Gericht kochen kann. Ich brauche erstmal Wild eigentlich, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich erstmal Wildfleisch irgendwo erjagen. Ich weiß, wo es Schweine gibt, aber ich weiß auch, dass es da gefährlich ist. Ah, egal, komm, wir versuchen irgendwo mal Schweinefleisch, also Wildfleisch aufzutreiben von irgendwelchen Ebern. Eieiei. Das sieht aus, als wenn hier gleich schlechtes Wetter kommt. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich guck mal, ob ich hier hinter der Zitadelle der Zeit vielleicht noch irgendwo was finde. War nämlich, glaube ich, noch nie hinter, ne? Vielleicht ist hier hinter irgendwas versteckt oder so. Ne, sieht aber nicht danach aus. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, dass wir diesen Grillteller hinbekommen. Ah, nochmal eine antike Feder. Anscheinend findet man hier bei allen Teilen, die man untersuchen kann, immer etwas Schönes. Hier wieder. Ich weiß zwar nicht, wofür man die ganzen Sachen braucht, ne? Aber die nehmen wir einfach mal mit. Wenn wir die hier echt erbeuten können, dann sollten wir das auch tun. So. Ah, dann gehen wir nämlich jetzt hier mal links in den Wald rein. Gucken mal, was wir da so finden. Ach, guck mal an, da ist schon ein Schwein. Mist. Zweimal leider verfehlt. Jetzt ist es leider weg, das Schwein. Müsst jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Schweine, die lassen sich sehr, sehr schnell verschrecken. Deswegen muss man sich ganz leise an die ranpirschen. Ja, das meine ich nämlich. Hier fängt das nämlich an mit diesen FPS-Drops. Hier in diesem Wald sind die echt extrem. Das macht es sehr schwer, teilweise zu jagen, finde ich. Leider kein Schwein hier jetzt groß bekommen. Laufen wir nochmal vorsichtig hier so ein bisschen rum. Da oben haben wir irgendwie auch so eine Felskonstruktion. Vielleicht ist da irgendwas. Mal gucken, wir gehen mal nach oben. Oh, ich kann mir vorstellen, was es hier gibt. Ui, du hast mich entdeckt. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du
mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Krogsamen. Diesen kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Gut. Sehr schön, das haben wir auf jeden Fall jetzt gut erwischt hier. Wild. Fleisch von den Tieren im Wald. Feld und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Ah, jetzt haben wir noch zweimal Geflügel bekommen. Oh, da oben ist noch eine Taube. Sehr schön. Nehmen wir nochmal ein bisschen Geflügel. Da haben wir noch Pfeile. Wie viele haben wir? 19 Stück. Hier sind nochmal ein paar Pfeile. Sehr gut. Also hier sammelt sich echt einiges an. So, jetzt müssen wir einmal unsere Waffe wechseln. Genau. So, und dann können wir nämlich jetzt anfangen hier mit dem großen Kochen, meine lieben Freunde. So, dann nehmen wir das in die Hand. Dann würde ich sagen, nehmen wir einmal eine Chili in die Hand und ich würde sagen, ein Hyrule-Gras. Vielleicht macht man daraus dieses Gericht, was der Typ gerne kochen will. Scharfes Chili-Fleisch. Lässt dich große Kälte aushalten. Durch das Braten in Chilischoten wird der Eigengeschmack des Fleisches unterdrückt und ein feuriges Aroma hervorgebracht. Okay. So, dann nehmen wir das, das und das. Dann hauen wir das auch zusammen. Scharfes Kochobst. Nice. Oh, das gibt sogar sehr viel. Oh nein, was machst du denn da? Du sollst das kochen. Oh. In die Hand, in die Hand. Oh. Kochen. So, da haben wir nochmal scharfes Kochobst. So, und da oben haben wir nochmal ein Schwein. Sogar zwei. Sehr schön. Das eine habe ich mir jetzt geholt hier. So. Da gibt es noch ein Lager. Oh, da haben wir noch ein Schwein. Sehr schön. Haben wir auch erwischt. Nice. Ja, sehr gut. Hier haben wir einen nach dem anderen schnell, easy, ohne Probleme erledigt. Oh, nice. Nochmal 5 Holzpfeile bekommen. Das ist natürlich auch nice. Diese Schweine, ne? Sehr schön. Den Pfeil will ich aber gerne noch einsammeln hier. Wo ist er? Da. Den nehmen wir mit. Und genauso auch das Fleisch. Sehr schön. So, und dann gucken wir mal, was sich da oben in der Kiste befindet. Opal. Ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmut. Und soll die Kraft des Wassers besitzen. Gut zu wissen.
Dann schauen wir mal weiter, was es hier noch so in diesem Wald gibt. Oh, da ist so ein ausgehöhlter Baumstamm. Da gehen wir mal rein. Vielleicht finden wir da auch irgendwas Besonderes. Da ist auf jeden Fall irgendwie so eine gelbe Pflanze. Ha, wir gehen da mal nach. Vielleicht zeigt die irgendwas. Scheint eine Art Easter Egg zu sein. Jetzt hat die sich gefärbt. Oh! Ui, du hast mich entdeckt. Krocksamen. Nice. Tschüssi. Krass, jetzt haben wir schon zwei. Das sind Sachen zum Beispiel. Ich habe ja im Stream schon das Spiel gespielt, habe ich ja erzählt. Und da bin ich ja deutlich weiter als hier. Das sind Sachen, die habe ich noch gar nicht gefunden im Livestream. Ich sag ja, das ist ein Spiel, das muss man einfach öfters durchspielen, um wirklich alles zu finden. Weil es wäre langweilig, wenn man sagt, ja, ich will 100% machen und guckt dann im Internet sich die ganze Zeit durchgehend Guides an, die einem alles verraten. Das wäre ja auf Dauer auch ein bisschen öde. Und deswegen, oh, was haben wir denn hier? Schleichglöckchen. Eine Blume, die in Wäldern und auf Wiesen zu finden ist. Nachts gibt sie ein schwaches Licht ab. Als Kochzutat verleiht sie dir Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Okay. Nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal weiter. Also ich weiß auf jeden Fall, hier ist eine Sache, die kann ich jetzt noch machen. Die wird aber ein bisschen gefährlich, wenn ich die jetzt mache. Egal, wir wollen ein bisschen Action in der Folge haben, ne? Dann sorgen wir mal für ein bisschen Action, meine lieben Freunde. Oh. Okay, ich habe einige Waffen. Könnte vielleicht sogar hinhauen, wenn ich es richtig mache. Obwohl, nee, ich glaube, die Waffen, die werden nicht reichen. Ich weiß es nicht. Haben wir hier nochmal eine Waffenkiste, die ich freispielen könnte? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das. So. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir jetzt hier nochmal eine bessere Waffe, die ich brauche. Zur Not muss ich das dann in der nächsten Folge machen, was ich vorhabe. Schade, keine Pfeile hier gedroppt, ne? Hier haben wir nochmal Fleisch. Das nehmen wir natürlich auch liebend gerne mit. So, dann nehme ich hier meine Axt wieder. Boah, nice. Hier haben wir aber gut Pfeile bekommen. Sehr schön. So lobe ich mir das. Sehr gut. Schön viele Pfeile. Ich meine, natürlich schöner wäre, wenn man die auch später irgendwann mal craften kann. Oh, noch ein Opal. Okay. Hier haben wir noch so ein Glöckchen. Oh. Ja, dann schauen wir uns doch mal hier hinten um. Da war noch so ein Baumstumpf. Den hatte ich gesehen. Vielleicht ist da irgendwas drin oder so. Genau da. Da gehen wir mal eben kurz hin und gucken mal nach. Nee, sieht aber nicht danach aus. Da hinten haben wir anscheinend noch mal irgendein Lager oder so. Ja, einfach mal hier so ein bisschen noch umschauen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Da haben wir auf jeden Fall noch mal eine Kiste. Oh, noch kaputt machen. Oh, schön Äpfel. Das ist schon mal gut. Äpfel sind immer gut. Da kann man immer schön was Leckeres von kochen dann. Hier haben wir noch einen Holzpfeil. Mittlerweile habe ich auch ziemlich viele Pfeile, das ist auch gut.
So. Was haben wir hier noch alles? Nicht mehr viel, ne? Ne? Oh, da haben wir ein Schwein. Sehr schön. Habe ich auch erwischt. Schön was von Kochen dann. Da haben wir nochmal Honig. Blöden Viecher. Mann, weg mit euch. Hasst euch. Oh, oh. Komm her, mein Apfel. Ich brauche euch, meine schönen Äpfel. Ich brauche euch. Ja, ich suche einen bestimmten Baum, Leute. Es gibt hier einen bestimmten Baum, den suche ich noch. Es gibt hier nämlich eine Sache, die möchte ich gerne noch haben. Frage ist nur, wo dieses Bäumchen ist, was ich suche. Und so begehre. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau, wo der war. Ah, da hinten ist noch was. Hier haben wir auch nochmal so Ausdauerlinge, die können wir noch mitnehmen. Ah, die nehmen wir auch mal schön mit. Oh. Ah. Ja, dann ist er weiter da lang, glaube ich, noch. Müssen wir mal schauen, ob ich den finde irgendwo hier. Ich glaube, da oben ist der. Das kann der sein. Nee. Das ist er auch nicht. Mann, wo habe ich denn diesen Baum letzte Mal gesehen? Nein, das war sogar ein ziemlich großer Baum. Der hier war das nicht, ne? Nein. Mensch, wo habe ich das Bäumlein letzte Mal gesehen? Da war das in einem anderen Wald? Weiß es nicht mehr. Nee, da hinten ist er. Da, den habe ich gesucht, genau. Das Bäumchen da. Das habe ich gesucht. Okay, hier haben wir schon mal nichts groß mehr. Ja, hau ab, Taube. So. Sehr schön. Ui, du hast mich entdeckt. Und wieder ein Krocksamen. Tschüssi. Sehr gut. Weil die brauchen wir wirklich. Die sind wirklich wichtig. Damit kann man was richtig Cooles nachher machen. Und, ich weiß auf jeden Fall noch, dass es irgendwo hier Chilis gab. Die wir noch sammeln können. Oh, was liegt denn da? Eine Eichel. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllt sie ein wenig mehr Herzen auf. Okay. Ja. Machen wir uns mal hier auf den Weg nach oben. Denn so langsam aber sicher können wir uns dann schon mal in Richtung Schrein begeben. Denn wir werden bestimmt in der nächsten Folge dann mal ein paar Schreine machen. Jetzt haben wir in der Folge heute mal ordentlich ein bisschen Sachen noch zusammengefarmt. Also was Essen und so angeht, bin ich echt saugut bestückt gerade. Besser als ich im Livestream dran war. Ich habe hier auch viel, viel mehr Sachen entdeckt, die ich so gar nicht entdeckt habe. Ich weiß nicht, beim YouTube-Let's Play ist der Unterschied wirklich, ich lasse mir viel mehr Zeit für alles, auch zu entdecken und so. Weil ich mich hier nicht so unter Druck gesetzt fühle wie im Livestream. Im Livestream hat man dann immer so ein paar Leute auch hinter sich sitzen, ne? So, also hinter sich klingt jetzt so ein bisschen, als wenn die Leute hinter mir sitzen würden. Das meine ich nicht damit. Aber man hat halt einfach diesen Chat, der immer wieder Druck ausübt, weil da Leute sind, die dann die ganze Zeit schreiben, oh, das ist voll langweilig und so. Ich muss lernen, das einfach mal auszublenden im Notfall. Und einfach mal auf solche Leute zu kacken. Zack. Autsch. Das wollte ich eigentlich vermeiden. So. Mein Wurfspeer ist zerbrochen. Das ist aber nicht so schlimm. Ah, Drecksack. Hat der auch noch so einen Stock? Nein! Ich falle ins Wasser.
Was für Drecksäcke. Schmeißen die mich ins Wasser da, ey. Eigentlich wollte ich die Chilis noch gerne jetzt holen. So, klettern wir hier noch schnell hoch. Dann haue ich mir mal eben was zu essen rein. Ich nehme gleich den Bogen wieder für die. Das ist, glaube ich, angenehmer. So. Sehr gut, dann sind wir auch wieder voll. Ihr kleinen Drecksäcke da drüben, ne? So. Sehr schön. Die haben wir erledigt, aber sowas von. Dann nehmen wir nämlich hier die ganzen Chilis mit. Ja. Hier scheint irgendwo was Wertvolles zu liegen. Aber immer wenn was Wertvolles hier liegt, das ist die Fackel wahrscheinlich. Ja. Die hat einen bestimmten Effekt oder so, dann macht das so Geräusche. So, dann würde ich sagen, liebe Freunde, das war's auch von der heutigen Folge gewesen, vom heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und natürlich auch über euer Feedback in den Kommentaren und würde sagen, wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann nochmal fleißig direkt am Anfang kochen werden und dann begeben wir uns zu den nächsten zwei Schreinen, um unsere Aufgabe und den Parasegel für uns zu beanspruchen und zu erledigen halt, ne? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!